Ich begrüße dazu jetzt bei mir im Studio Melissa Erkort, Journalistin beim ORF Report, davor aber Lehrerin in einer Wiener AHS und Autorin des eben erschienenen und viel beachteten Buchs Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Frau Erkort, Sie beklagen in Ihrem Buch ja die Deutschdefizite vieler Kinder in den heimischen Schulen. Da müssten Ihnen diese Sommerschulen ja gut gefallen, oder? Ich finde es gut, das, was kommt. Wir haben gesehen, im Homeschooling ist die soziale Schere weiter auseinandergegangen. Also die Kinder, die daheim niemanden haben, denen helfen kann beim Lernen, die auch vielleicht nicht so gut Deutsch können, sind noch weiter zurückgefallen. Es ist super, das, was getan wird. Aber wie es die Pädagoginnen im Beitrag gesagt haben, es ist zu wenig. Wir brauchen Ressourcen im Herbst. Und da ist nichts geplant. Und vor allem, was macht man mit den 40%, die jetzt nicht kommen? Also die stehen dann im Herbst nochmal mit anderen, die 2 Wochen in der Sommerschule waren, die anderen, die im Homeschooling viel gemacht haben. Also das sind da unterschiedliche Leistungsgruppen. Wie geht man dann damit um? Jetzt hat man tatsächlich das grundsätzliche Problem, dass in den Sommerschulen ja vielleicht erst wieder die Kinder sitzen, bei denen sich die Eltern kümmern, die sie angemeldet haben, und die Kinder, die es vielleicht am meisten brauchen würden, die 40% sind nicht da. Aber wie kann man dieses Problem lösen? Hätte man das verpflichtend machen müssen? Ich habe schon mitbekommen, dass die Pädagoginnen wirklich angeraten haben, den Eltern, dass sie ihre Kinder hinschicken. Also da ist von den Pädagoginnenseite eh viel getan worden. Nur das System verlässt sich einfach generell auf Eltern, und das ist das Problem. Wir haben eine Halbtagsschule, wo davon ausgegangen wird, dass daheim die Eltern weiterhelfen. Das haben nicht alle Kinder. Deswegen reicht es nicht, wenn jetzt die Pädagoginnen sagen, sie müssen ihr Kind in die 2 Wochen Sommerschule schicken, sondern im ganzen Jahr muss wirklich Ganztagsschule stattfinden, damit man sich nicht auf die Eltern verlassen muss. Zu diesem Thema Eltern möchte ich noch kommen, aber zuvor, Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie überrascht Sie selber waren, als Sie als Lehrerin in der Klasse sehr viele Kinder mit mangelhaften Deutschkenntnissen hatten in einer Unterstufe Gymnasium, also 10-Jährige, 11-Jährige, und dann draufgekommen sind, dass diese Kinder fast alle in Österreich geboren waren, also schon 10, 11 Jahre hier aufgewachsen sind und trotzdem nicht ordentlich Deutsch konnten. Wie ist das möglich und kann man dafür wirklich nur das Schulsystem verantwortlich machen? Ich habe selber Lehramt Deutsch studiert, also Deutsch unterrichtet, und ich wurde nicht ausgebildet auf mehrsprachige Kinder. Ich wurde ausgebildet, um Pauls und Annas zu unterrichten und nicht Hülyas und Alis. Das heißt, wie soll ich den Lehrerinnen den Kindern mitgeben, was sie brauchen? Oder bei die Frage ist dir vorher schon, wie ist das möglich, dass 10-Jährige, die 10 Jahre hier aufgewachsen sind, nicht ordentlich Deutsch können? Wenn wir schauen auf den Kindergarten, es gibt nur ein verpflichtendes Kindergartenjahr. Das heißt, ich habe mit Volksschullehrerinnen gesprochen, die sagen, in der ersten Schulwoche können die schon sagen, dieses Kind schafft es mal und das andere nicht. Das heißt, wir müssen natürlich viel stärker in den vorschulischen Bereich schauen und schauen, dass wir vielleicht auch ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einführen, dass wir auch in dem vorschulischen Bereich Deutschförderung anbieten. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Kernthese Ihres Buches lautet ja, dass unsere Schule oder unser Bildungssystem völlig ausgerichtet ist auf Eltern, die ihren Kindern zu Hause helfen. Und das können migratorische Eltern oft nicht, weil sie selber die Sprache nicht gut können. Deshalb müsse man die Schule so organisieren, dass sie auch ohne Mithilfe der Eltern funktioniert. Aber lassen Sie da die Eltern nicht zu leicht aus der Verantwortung? Ich würde es mir auch anders wünschen. Ich würde es mir auch wünschen, dass die Eltern da wären und sich engagieren würden. Aber was können die Kinder dafür, wenn sie diese Eltern nicht haben? Die werden also doppelt bestraft. Einmal, dass sie Eltern haben, die nicht die Ressourcen haben oder vielleicht Einzelnen auch nicht helfen wollen. Und dann, dass die Schule sich nicht darauf einlässt. Ich meine, wir haben jetzt Corona den Systemerhalterinnen, die haben sie beklatscht, die Supermarktverkäuferinnen, die Krankenpfleger. Aber das sind auch die Eltern dieser Kinder, die eben nach diesen 12-Stunden-Schichten nicht helfen können. Und die Kinder werden dann nochmal bestraft, dass sie die Eltern nicht haben. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber es ist halt so der Zustand. Sie schreiben im Buch auch, ich zitiere, es grenzt an ein Wunder, wenn Migrantinnen und Migranten einen erfolgreichen Bildungsweg hinlegen. Aber ist das nicht zu kategorisch? Gibt es da nicht dann letztlich doch zu viele Gegenbeispiele von Justizministerin Sadic über Staatsoberndirektor Rostic, von Attila Dogudan über Sie bis hin zu zahllosen erfolgreichen migrantischen Unternehmern, Ärztinnen, Künstlerinnen? Das Problem ist, wenn man dann Vorbilder hernimmt, macht man sich in Österreich leicht und sagt, na, die haben es geschafft, also kann es ja nicht so schlimm sein. Das sind trotzdem Einzelfälle. Wir wissen, dass Migranten überproportional oft in schlecht bezahlten Jobs arbeiten, häufiger arbeitslos sind. Das sind Ausnahmen. Und die Kinder, mit denen ich unterrichtet habe, da weiß ich, dass die Mehrheit von ihnen diesen Aufstieg nicht schaffen wird. Aber ist es wirklich ein Wunder? Es ist ein Wunder. Und wenn man es schafft, dann was schafft man dann? Ja, also man kriegt dann Polizeischutz, weil man die erste Justizministerin mit einer modernen Migrationsbiografie ist. Also was für ein Zeichen setzt man dann auch an diesen Kindern? Wenn man es in Österreich schafft, was zu erreichen, was jemand mit autochthonem Hintergrund erreicht hat, kriegt man Hass und Anfeindungen. Wenn Sie jetzt Bildungsministerin wären, was würden Sie tun? Ich glaube, also das, als Journalistin beobachtet man ja auch das politische System, und ich glaube, dass viel, was durchgesetzt werden
was auch die Politiker durchsetzen wollen. Und ich bin ja nicht die Erste, die sagt, was alles getan gehört. Das sagen Bildungsexpertinnen seit Jahrzehnten. Aber anscheinend scheitert es an den unterschiedlichen politischen Ansichten, an Bund, Land. Aber wenn ich jetzt sagen würde, was könnte vielleicht funktionieren, auch mit dieser Politik, die wir jetzt haben, ist, glaube ich, die Reformierung der Lehramtsausbildung auch, dass wir sagen, wir brauchen vielleicht auch einen Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft, dass wir uns anschauen, wer macht denn Bildungspolitik? Kennen die Bildungspolitiker überhaupt die Lebensrealität der Kinder? Die Menschen, die den Lehrplan erstellen, die müssen sich mit der Lebensrealität der Kinder auseinandersetzen. Sie haben auch gesagt, es muss vor der Schule anfangen. Also ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für alle Kinder oder nur für die Kinder, die es brauchen? Wie Sie für alle. Ich glaube, das kann ja niemandem schaden. Ich weiß, das ist dann immer so verpflichtend, dann regen sich viele auf. Aber das erste Kindergartenjahr ist, glaube ich, verpflichtend, ist auch schon 10 Jahre her. Und das ist jetzt auch allen recht. Also es ist, am Anfang sind Reformen immer, da schütteln viele den Kopf. Aber es bringt, glaube ich, einfach allen was. Sie sagen auch, man braucht eine verpflichtende Ganztagsschule für alle. Da gäbe es jetzt aber viele Eltern, die sagen, ich möchte mit meinen Kindern selber ins Museum gehen und selber was machen und selber lernen. Ich weiß, und deswegen müsste genau diese Ganztagsschule so konzipiert sein, dass auch diese Eltern sich freuen, dass sie da Kinder hinschicken können. Also nicht quasi die billigste Version für die Migrantenkinder, sondern auch die Version, wo die Boba-Eltern sagen würden, na, da schicke ich mein Kind hin. Also Theaterpädagogik, auch Musikinstrumente, wirklich etwas, wo man sagt, da würde gern jedes Kind hingehen. Und das ist nicht eine Strafe für den Ali, sondern da möchte der Max auch hin. Sie haben selbst nach einem Jahr als Lehrerin wieder aufgehört, sind wieder Journalistin geworden. Warum? Ich habe diese großartigen Kinder unterrichtet, aber ich wusste, ich kann höchstens Einzelschicksale verbessern, aber auch das nicht wirklich nachhaltig. Ich glaube, als Journalistin, wenn ich da auf die Unterschiede im Bildungssystem hinweise und auf die Missstände, könnte ich mehr Kinder erreichen und vor allem in ganz Österreich und nicht nur in einer Schulklasse. Frau Eckert, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön.